Wir werden heute Pet Simulator Y erschaffen. Und das Spiel soll besser werden als Pet Simulator X, sage ich euch. Wir haben hier die Pet Simulator X Map. Wir achten jetzt mal nicht darauf, dass hier Spooky Upgrades oder Ghost Pets steht. Genauso das Ding hier, das kann auch weg. Aber wir haben hier die Pet Simulator X Map mit auch den verschiedenen Welten hier drüben. Und wir müssen die jetzt einfach mal ein bisschen verbessern, ein bisschen verschönern. Und ich habe schon was gesehen hier in der Toolbox. Übrigens, Leute, benutzt nicht die Toolbox, wenn ihr normale Spiele macht. Ich mache das hier auf einem zweiten Account. Und zwar habe ich hier dieses Sportscar gesehen, Leute. Und ich glaube, mit dem Sportscar können wir gleich sehr gut rumdriven. Da sehe ich mich drin. Stell euch vor, man braucht einfach kein Hoverboard mehr in dem Spiel, sondern man nimmt einfach nur noch das Auto. Und deine Pets müssen dir die ganze Zeit hinterherlaufen. Mach einen Parkplatz für das Auto. Wie sieht ein Parkplatz aus, Leute? Wir können es auch einfach Pet Simulator B nennen. Und das B steht für Base. Nehmen wir einfach das Schild, das reicht schon. Einfach das hier hinstellen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Seid ihr es auch leid, dass wir die ganz normalen Pet Simulator X Kanonen immer benutzen? Wie wäre es einfach, wenn wir einfach Minecraft-Portale stattdessen hernehmen? Also ganz ehrlich, wer braucht schon die ganz normalen Kanonen in dem Spiel? Ich habe keine Ahnung, ob das gleich funktionieren wird, aber wir probieren es einfach aus. Wird schon gehen. Wird schon klappen, sage ich. Die Kanone hier, kann ich die auswählen? Nope. Ja, die Kanone bleibt einfach hier. Dann packen wir das eine Portal, würde ich sagen, hier hin. Das zweite Portal nehmen wir mal mit und packen es in die Fantasy-Welt, falls ich die finde. Einfach hier in der Mitte von diesem Kreis spawnen, würde ich sagen. Autos für die Pets. Das wäre cool, wenn ich wüsste, wie das ginge. Aber wir haben jetzt hier erstmal unser Obsidian-Portal. Hey, für den Horror-Effekt würde ich sagen, müssen wir eigentlich hier... Ja, ich denke, das so passt es ganz gut. Dem geht's wunderbar. Der schläft einfach nur, der ruht sich aus. Vielleicht nicht hier vor meinem Auto. Was wir noch brauchen, ist was ganz wichtig ist. Leute, ich habe was. Das Pet Simulator X Brookhaven Crossover. Ich muss ein bisschen tiefer, Brookhaven. Und ich glaube, dann brauche ich jetzt nochmal meine Minecraft-Portale, damit wir so eine Brookhaven-Event-Welt machen können. Wisst ihr, was ich meine? Oh ja, das fühle ich, dass wir einfach dann so über der Welt von Brookhaven rausgedroppt werden. Als wäre das so einfach ein Portal in eine andere Dimension. Im Vergleich zu Pet Simulator X ist die Map ja übelst groß. Ja, also... Leute wissen schon, was gemeint ist, wenn das Sign steht, oder? Oh, natürlich, natürlich. Among Us, Leute. Wie kann ich das vergessen? Ich hätte erwartet, dass der größer ist, aber... Among Us, ja klar. Und der steht natürlich auf diesem Schild hier. Wie sollen wir eigentlich im Pet Simulator X ohne McDonald's überleben? So, wir müssen jetzt hier erstmal... Was ist die beste Welt für McDonald's? Genau, das Desert. Dann stellen wir hier so ein McDonald's-Sign auf. Und wir brauchen wieder ein Portal. Jetzt haben wir hier erstmal das Sign, wie wir zum interstellaren McDonald's kommen. Aber jetzt müssen wir mal den McDonald's natürlich auch noch aufstellen. Und den stellen wir einfach mal neben Brookhaven. Das ist ein relativ kleiner McDonald's. Ich will einfach direkt vor meinem Portal den McDonald's haben. Hello there. Wie kommst du hierher? Ich hinterfrag das mal nicht. Also, wir haben jetzt Dimensionen in andere Welten. Wir haben Among Us, wir haben Autos, wir haben... Man, I'm dead. Darüber reden wir nicht. Was kommt, wenn ich hier noch Fortnite suche? Baby, Fortnite, Among Us? Ja, safe. Oh, natürlich, wir müssen die Skybox anpassen. Ja, klar. Die Skybox wird zum Fortnite-Sturm. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Jetzt, glaube ich, haben wir auch was Gutes erschaffen. Dann noch Thanos Fortnite hier rein. Den platzieren wir dann als Endboss. Ich glaube, hier passt er gut hin. Auch wenn wir nicht gegen den kämpfen. Wir tun einfach so, als wäre das ein Endboss. 19 Dollar Fortnite Card. Das ist eine V-Bucks-Karte mit 2800 V-Bucks. Ein glücklicher Gewinner kann hier irgendwo auf der Map eine V-Bucks-Karte finden. Und zwar in der Haunted Island, würde ich sagen. Beim Grab vom Pet Simulator X, genau. Cartwright. Ich will jetzt nicht so Einzelteile, also hätte ich Bock, einen eigenen Cartwright zu bauen. Gib mir so einen kompletten. Oh ja, das ist ein kompletter Cartwright. Okay, das ist ein... Wow. Das ist ein ewig langer Cartwright. So, hier vorbei an den Bäumen, dass man auch noch die Brookhaven-Map sieht. Ja, das finde ich gut. Den Dude wollen wir auch nicht haben. Und dann hat man hier einen guten Überblick über die Tech-Welt. Hätte es probieren sollen, den Avatar in Preston zu ändern. Warte, kann ich theoretisch machen, oder nicht? So, und jetzt musst du ein kleines bisschen größer werden, Bruder. Dann komm hier hin. Brauch kurz deinen Mund. Und pack noch die Polizei rein. Stimmt. Die Polizei muss hier noch einen ungeklärten Fall auflösen. Warum der Mann seit 2 Wochen schläft. Die passt sehr gut zum Axolotl Ocean. Da ist auch alles blau. So, Station hier hin. So weit passt das jetzt dann aber auch. Pack dann noch ein brennendes Haus rein. Junge, wir wollen hier nicht Tod und Verderben verbreiten. Aber okay, ich bin dabei. Oh ja, das passt zum Vibe halbwegs. Dann brauchen wir jetzt noch Minecraft Lava. Und die fließt durch das Haus. Das sieht gut aus. Sogar ich werde gerade von dieser Lava getriggert, als wäre die so schlimm. Und hier rechts
packen wir noch so ein Missing-Poster hin. Unique sein, gar nichts. Es ist nichts Besonderes. Das musst du auf seinen Kopf machen. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Ja, das muss halt auch irgendwo festgenagelt sein. Genauso war das geplant. Damit das Blatt nicht wegfliegt, you know? Ja, genau. Okay, und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir Pet Simulator X spielen können. Pet Simulator B natürlich. Okay, welches Pet wählen wir? Natürlich mal Doc. Das ist ja nur eine Testphase jetzt erstmal. So, wir haben hier unser ganzes Zeug. Wir haben hier unser Auto mit dem Parkschild hier. Können wir damit fahren? Oh mein Gott, ja, Mann. Das ist das Pet Simulator X, das ich brauche. Ich muss natürlich die Sounds hören. Oh mein Gott, es ist laut. Ich glaube, ich mache die Soundstore wieder aus. Dann unser Cartwright-Ding hier. Funktionierst du? Anscheinend nicht. Unsere Portale. Gehen die? Let's go. Warte, das ist das falsche Portal. Das ist das richtige Portal und ich bin tot. Okay, aber grundsätzlich funktioniert fast alles. 2000 Jahre später. Ja, jetzt funktioniert's. Hier sind wir in Pet Simulator B, Leute. Und wir gönnen uns direkt mal Blady, glaube ich, heißt das Pet. Was bringt eigentlich dieser Among Us hier drüben? Der Baby Among Us. Macht der irgendwas? Nee, der steht einfach nur hier rum. Auf seinem Schuh steht Emergency Meeting. Und wir müssen natürlich das Spiel durchspielen, Leute. Duke, kannst du mal abbauen, bitte? Kannst du mal mir ein bisschen Cash erfarmen? Ich habe hier nicht ganz so viel. Wohl, gib mal so ein Free Gift. Let's go. Was bekomme ich daraus? Ein Capybara Exclusive. Nice. Den wollte ich schon immer mal haben. So, nächstes Gift. Ein Cyborg Capybara. Seit wann existiert der? Den gibt es nicht im Spiel, glaube ich. Aber der hat 11 Trillionen an Stärke. Genau den brauche ich. Und mein anderer Capybara hat 0. Ich kann nicht mal voll beschleunigen mit meinem Auto, weil ich immer irgendwo gegenfahre. So. Oh, oh. Was sind das für Geräusche? Ich will eigentlich nur gerade kurz in die Fantasy-Welt. Ich glaube, mit dem Hoverboard geht es tatsächlich schneller als mit dem Auto. Oh mein Gott. Und hier haben wir unseren McDonald's. Lass es da reingehen, Leute. Da sehe ich mich drin. Einmal durch das Portal und... Wow, ich bin ein bisschen weit oben. Okay, kann ich hier rein? Nein, nein! Ich kann mich nicht mehr teleportieren. Let's go. Ich glaube, ich muss nochmal rejoinen. Ich sag doch, besser als Pet Simulator X, oder nicht, Leute? Was haben wir hier? Wir haben ja auch noch einen Exclusive Shop und das Ding, was auch immer das hier ist. Hier gäbe es Infinite Pets Free, aber es geht nur im Privatserver und ich bin in keinem Privatserver. So, jetzt lass mich mal in meinen Chopper hier und losfliegen. Wie fliege ich mit dem? Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem fliege. Hey, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Hey, bleib hier. Nein. Ich glaube, er ist tot. Rest in Peace, Chopper. Code Free? Wisst ihr die Codes aus meinem Spiel? Oh, warte, warte. Der Code Free hat mir ein paar Huge-Pets gegeben. Wir haben jetzt hier eine normale Huge-Cat, Huge-Pumpkin-Cat. Und wir gehen weiter in die Fantasy-Welt. Und zwar natürlich durch unser Minecraft-Portal, weil wer braucht Kanonen? Ich nicht. Okay, das ist falsche Welt. Kann ich hier rein? Oh! Wir haben es geschafft. Wir sind im McDonald's, Leute. Und wir sind ein bisschen groß für den McDonald's, glaube ich. Kann ich jetzt hier so eine Poloxy-Cola mir gönnen? Nee, anscheinend nicht. Das ist alles nur hier Deko. Okay, wir sind bei diesem Portal. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Oh, warum komme ich bei jedem Portal zu diesem Portal? Ich will hier rein! Ich bin gestorben, oder? Ich liebe dieses Spiel. Dieses Spiel ist so gut. You don't have permission to join this experience? Das ging schnell. Ich würde sagen, Leute, Pet Simulator B lebt.